Hallo, schön, dass du wieder eingeschaltet hast zum 8. Adventskalendertürchen hier auf Retrobasis der C64 Adventskalender. Ich bin Perudor am 8.12.2016. Ja, ich habe es doch tatsächlich in der Vergangenheit ein paar Mal geschafft, 2012 zu sagen. Keine Ahnung warum, liegt wahrscheinlich am Dezember 12 oder an der Bezeichnung der Videos, die ich immer gebe, da 12-05 oder 09 oder 08, je nachdem, was für ein Video das ist. Leider bin ich immer noch ein bisschen erkältet, deswegen geht meine Stimme manchmal ein bisschen flöten, habt ihr so einen kleinen Frosch im Hals. Egal, the show must go on, die Show muss weitergehen, sagte ich bereits ja mal vor ein paar Videos. Ja, heute spielen wir The Sentinel, beziehungsweise wir testen es mal an. Das ist also wirklich ein, ja, wie soll ich sagen, ein sehr seltsames Spiel. Etwas, ja, verrückt, würde ich sagen. Ich habe es früher, glaube ich, nie so richtig verstanden, was ich da gemacht habe, trotz Anleitung. Und ich glaube, heutzutage weiß ich immer noch nicht so ganz genau, was ich da tun soll. Klar, den Sentinel finden. Erschienen 86 von Firebird. Der Entwickler ist Geoff Crammond. Der hat auch, glaube ich, ein paar andere gute Spiele gemacht. Entschuldigung. Ja, und es ist, sage ich mal, ein Strategiespiel. Wir müssen diesen Sentinel finden, uns quasi in die Höhe beamen. Das machen wir mit sogenannten Hüllen. Und ja, das ist schon ein beklemmendes Spiel. Zumindest habe ich es früher so als beklemmend empfunden. Und immer ein bisschen gruselig, wenn es dann knackt und der Sentinel sich auf uns zu bewegt. Also er checkt ja in 30 Grad Schritten quasi die Gegend ab. Wir müssen uns wirklich sehr schnell bewegen. Wir können auch Bäume erzeugen, letztendlich um zu verstecken. Und ja, es hat so eine Art 3D-Vektor-Grafik, so eine Polygon-artige Darstellung. Und letztendlich, wie gesagt, das Ziel habe ich ja schon angedeutet, den Feind hier, den Sentinel, zu finden. Und das schaffen wir dadurch, indem wir uns zu ihm hinaufbeamen und dann letztendlich eine Hülle dahin beamen. Ja, und wir können auch Sachen absorbieren, um Energie zu gewinnen. Das ist so ein bisschen dieser Haushalt, Energiehaushalt. Ja, ich würde sagen, wir starten mal ein Energiespiel. Wir starten natürlich mit nix, weil das ist nun mal halt der Beginn. So, wenn wir dann da sind, erkläre ich kurz die Steuerung, die natürlich nicht mit dem Joystick geht. Es gibt natürlich auch keine Musik, aber trotzdem, wie gesagt, das Spiel ist in der Community sehr beliebt und sehr bekannt. Ich habe es damals nicht so häufig gespielt. Ich fand es eher etwas, gruselig auch nicht. Aber irgendwie, ja doch, so ein bisschen Angst hatte ich schon, wenn dieser Sentinel kam und, gruselig. Ja, so, Any Key, das ist unsere Lieblingstaste hier. Ja, es gibt mehrere Gegner, den Sentinel und irgendwie so ein komisches Viech, ich weiß gar nicht, wie das heißt, Sentinel oder irgendwie sowas. Und ja, letztendlich, ganz kurz die Steuerung oben links, das sind die Energieeinheiten. Ein Bäumchen hat halt einen Energiepunkt, Fels hat halt zwei Energiepunkte und das, was wir hier haben, diese drei Dinger da, das sind die Roboter, das jeweils drei Energiepunkte. Also wir haben 3, 6, 9, 10 Energiepunkte. Und entsprechend das, was ich erstelle, das kostet auch entsprechend Energie. So, bewegen können wir uns in dem Sinn nicht. Wir können uns nur umdrehen oder letztendlich hier umsehen. Und unser Ziel ist es, wie gesagt, etwas an Höhe zu gewinnen. Oh, da ist ein Baum, den schnappe ich mir direkt. Oh Gott, ich habe das also wirklich, also bestimmt jetzt 25 Jahre nicht mehr gespielt. So. Den schnappen wir uns und ab dem Zeitpunkt, wo wir einen Mucks von uns geben, aktivieren wir auch den Sentinel. So, jetzt gucken wir mal nach oben. Mal gucken, ob wir uns direkt wegbeamen können. Wir können es eigentlich direkt hier hinsetzen. So, jetzt erzeugen wir eine Roboterhülle und dahin beamen wir uns direkt hin. Ich hoffe, wir sind etwas höher gekommen. So, und die können wir direkt absorbieren.
So, da haben wir direkt wieder Energie gespart. Entschuldigung, also ich bin doch etwas stärker erkältet, als ich dachte. So, habt ihr gehört? Alle paar Sekunden wird hier dieses Geräusch kommen und dann kommt der Sentinel ein bisschen näher. Und das ist das Spielprinzip quasi. Ach, es ist eigentlich gar nicht so schlecht, muss ich sagen. Macht ein bisschen Laune. Ich weiß nicht, wir können auch Felsen erschaffen, glaube ich. Kommen wir hier auch drauf? Ne, das geht nicht. Dann drehen wir uns mal um. Boah, das dauert viel zu lange. Ist ja gar nichts. Oh, da hat er uns schon. Jetzt hat er uns schon am Haken. Machen wir mal einen U-Turn. Oh. So. Etwas runter. Roboter. Und da beamen wir uns hin. Ich glaube, er hat uns Energie abgezogen. Genau. Okay. Ein Bäumchen. Ja. Können wir das absorbieren? Wäre ganz gut, hätte man ein bisschen Energie. So, wir können auch natürlich einen Fels erstellen. Dann können wir uns da. Den nehmen wir gerade noch mit. So, jetzt schauen wir mal nach oben. Oh, jetzt kommt ja schon wieder dieser Fuchs hier. So, und da erstellen wir jetzt mal einen Roboter. Und da transferieren wir uns hin. Oder auch nicht? Oh, da. Da, so gut. So, den absorbieren wir direkt wieder hier. Na komm. So, und hier unseren ehemaligen auch. Der frisst ganz schön viel Energie. So. Das war jetzt, glaube ich, taktisch nicht so klug. Dahin. Wir können auch Bäume erstellen, übrigens, um uns ein bisschen zu verstecken, aber ich weiß nicht, ob das so viel bringt. So, können wir eigentlich. Warte mal. Den nehmen wir mit. Können wir den auch mitnehmen? Ja, perfekt. So, schauen wir mal auf die andere Seite. Wir müssen, wie gesagt, wieder ein bisschen was in Höhe gewinnen. Deswegen würde ich sagen, bauen wir hier mal einen Felsen hin. Und hier einen neuen Roboter, um uns ein bisschen schräg rechts hoch zu beamen. Wir können immer noch die Flächen ansteuern anscheinend. Das habe ich nicht mehr ganz so in Erinnerung. Cool. Sind wir wohl richtig hoch. Ja, so soll es sein, ne? So, absorbieren. Ah, okay. Da würde ich. Ich glaube, wir bewegen uns irgendwie im Kreise. So, da würde ich gerne hin, aber vorher schnappen wir uns so ein bisschen Energie. Jetzt kommt der schon wieder. Na. Dann transferieren wir uns schnell in unsere neue Hülle. Das meine ich so ein bisschen. Da kommt ja so ein bisschen die Panik in Anführungszeichen. Ja, mach du mal. Ja. Hat er uns jetzt hier. Was hat er jetzt gemacht hier, dieser blöde Sentinel? Ach komm. Also die Steuerung, tut mir leid, die ist wirklich. Das ist gewöhnungsbedürftig.
Dann nehmen wir einfach den da. Ich weiß ja nicht, warum die das nicht mit dem Joystick gemacht haben. Naja, das weiß halt nur der liebe Gott oder der Entwickler. So, da kommt schon wieder dieser Blöde. Ich glaube, das war jetzt unklug hier. Dann bauen wir mal nochmal ein Gebirgchen hin. Und ein Roboter. Dann haben wir nämlich keine Energie mehr. Jetzt haben wir uns in eine Sackgasse manövriert, weil... jetzt nur 3 Energiepunkte haben. Gut, können wir natürlich jetzt eine neue Hülle erstellen, wieder daran rein transferieren, aber okay. Auch nochmal New Turn. Oh, ein bisschen Energie. Das ist ja gut. Es kommt ja schon wieder. Aber, ah, sehr gut. Da will ich hin. Roboter. Transferieren. Und den anderen direkt wieder absorbieren. Ja, komm jetzt mal hier rüber. Nein, komm. So, das Ding schnappen wir uns hier auch. Ich weiß jetzt nicht genau, ob das hier höher ist, aber wir gehen auf jeden Fall hin. So. Ja. Man muss wahrscheinlich eine Taktik haben. Ah, das hat mich schon wieder erwischt. Komm, dann gehen wir mal da wieder hin zurück. Hallo? Was macht der denn da immer die ganze Zeit? Ja, der schnappt sich unsere Energie. Und sammelt das dann ein. Er hat uns, glaube ich, jetzt am Haken. Ich habe euch das jetzt nicht mehr so die Motivation. Ja. So, machen wir mal einen U-Turn. So, Roboter und rein. Das war natürlich voll der Energieverlust. So, also 3 Punkte ist das absolute Minimum. Das können wir noch mitnehmen. Und das hier oben, das sieht ja ganz gut aus. Oder Kampf, komm auf. Ach, ich weiß, komm mal. Weiß schon gar nicht mehr, ob wir davon herkommen. So, der Wächter. Jetzt drehen wir es mal nach links. Ich weiß gar nicht mehr, wie man den genau schnappen kann. Man muss, glaube ich, auf ihn eine Hülle setzen, auf den Wächter. So, Energie geschnappt. Aha. Es wäre ein Versuch. Aber können wir versuchen, ob wir nicht dahin kommen. Um einen etwas größeren Sprung zu machen. Aber jetzt absolvieren wir erstmal unsere alte Hülle. Oh Gott. Und den nehmen wir auch mal gerade mit. So. Schnuppidi-schnupp.
Oh, da oben rechts, das sieht gut aus. Nein, da ist er. Verdammt. Nein, da ist er, da ist er. Oder ist er das gar nicht? Ich weiß gar nicht. Nee. Verdammt. Doch, das ist er. Das ist er. Mensch. Oh, komm, Leute. Jetzt. Ja. Das gibt's gar nicht. Verdammt, ich hab. Ja. Das war jetzt taktisch doof. Das war jetzt taktisch blöd. Schnappen wir uns mal das Bäumchen. Ist auch ein Bäumchen. Ja, das hat er mich schon wieder. Ja, das ist doch zum. Ohne Piepeln. Er hat es mir schon. Ah, er schnappt mir die Energie weg. Das war's. Oh, ist das ärgerlich. Ich hab ihn gehabt. Ich hab ihn gefunden. Und dann habe ich es am Ende doch noch vergeigt. Der C64 Retrobasis Adventskalender im Jahre 2016. Heute am 8.12. das achte Türchen. Ich danke fürs Zugucken. The Sentinel. Ich bin Perudo. Und ich würde sagen, dranbleiben beim Adventskalender. Und dann noch natürlich bei Retro-Nachten am Heiligen Abend, am ersten und am zweiten Weihnachtsfeiertag gibt es noch ein paar Spezials. Und dann danke fürs Zugucken. Bis dann. Tschüss.